Meine Leute, Zeppelin hier. Heute wollte ich mal darüber reden, dass die Zeit nach Corona so eine seltsame Sache sein wird. Ich meine, stellt euch mal vor, ihr würdet nach irgendwie, ich hoffe mal, dass es nicht länger als 2 Jahre dauert, die ganze Scheiße, bevor wir irgendwie eine gute Impfung dagegen gefunden haben oder sowas. Stellt euch mal vor, ihr steppt so nach 2 Jahren mal wieder ohne Maske in irgendeinen fucking Supermarkt. So, sei es jetzt ein Edeka oder so. Oder ihr kommt in irgendeinen fucking, was weiß ich, Theater, irgendeine Sportarena, irgend sowas. Und ihr braucht keine Maske. Ihr müsst euch nicht konstant immer denken, shit, wo ist meine Maske, So, ihr denkt nicht mehr drüber nach. So, das wird so eine seltsame Woche bis ungefähr einen Monat sein. Das wird so eine seltsame Umstellung sein, einfach, du denkst nicht mehr an die Maske. So, das hat sich zu dem Zeitpunkt einfach schon in dein Gehirn quasi eingepflanzt. Hey, ich brauche konstant eine Maske, sonst werde ich krank. Und dann auf einmal hast du dieses, brauche ich ja gar nicht mehr. Da war ja was. So eine seltsame Zeit wird das sein. Es wird einfach so überweird sein, Leute rumlaufen zu sehen, ohne Maske, ohne alles. So, ich finde diesen Gedanken irgendwie witzig, dass innerhalb von 2 Jahren wir uns so hart dran gewöhnt werden und auf einmal irgendwann, boom, sie ist weg, du brauchst sie nicht mehr. Glückwunsch, Leben durchgespielt. Naja, ich wollte einfach nur kurz diesen Gedanken teilen, dass es so seltsam auf mich wirkt, aber hey, schon irgendwo cool, wenn es dann endlich vorbei ist mit dem ganzen Corona-Shit und so. Hoffentlich ist das bald. Anyways, danke fürs Zuhören, du bist cool und so. Ne, denkt dran, bleibt toxisch, deabonniert mich, disliked mich, entbimmelt diese verfickte Glocke und jetzt... Okay, was ich hier drin?